Hallo Leute, herzlich willkommen bei Frag das Rekrutier und heute möchte ich mich kurz der Frage widmen, wie kann ich meine eigenen Umsätze erhöhen? Wie kann ich sozusagen aus einem Termin oder aus einer Produktpräsentation oder einer Produktvorstellung sozusagen noch mehr Umsatz rausholen? Und wie kann ich auch die Pro-Kopf-Umsätze eines bestehenden Teams erhöhen? Und die Lösung bzw. die Antwort ist schnell gefunden. Die Antwort heißt Cross-Selling bzw. Upselling von Zusatzprodukten. Für diejenigen, die damit noch nicht so richtig was anfangen können unter euch, kurzes Beispiel, ihr kauft sicher alle online ein, mittlerweile kaum jemand, der da dran vorbeikommt oder das nicht mehr macht und insbesondere die großen Plattformen wie Amazon oder die großen Online-Shops, die beherrschen dieses Prinzip des Cross-Sellings, also des Verkaufs von Zusatzprodukten beziehungsweise des Upsellings. Also wenn ich was gekauft habe, mir obendrauf noch was dazu zu verkaufen, die beherrschen das natürlich in Perfektion. Und ihr habt das selber sicher schon mal mitgekriegt im Suchprozess oder im Kaufprozess. Bei Amazon wird dir schon, ich sage jetzt einfach mal, wenn du nach einer Kamera suchst, um ein Beispiel zu finden, wird dir schon während des Suchens dieser Kamera ein Zusatzprodukt empfohlen, ob das jetzt eine Tasche ist oder ein zusätzliches Objektiv oder ein Reinigungstuch oder ähnliches. Und du wärst also alleine nie auf die Idee gekommen, weil du hast ja eigentlich nur eine Kamera gebraucht. Und ja, am Ende gehst du mit noch einem Objektiv und einer Tasche. Und wenn die Kamera irgendwie, sagen wir mal, 500 Euro kostet, hast du für die Tasche und das Objektiv und noch ein Reinigungstuch nochmal 300 Euro zusätzlich ausgegeben. Und das war eigentlich gar nicht deine Absicht. Ziemlich pervers, oder? Also genial, also eigentlich genial, weil ja, wenn du schon mal da bist, warum sollst du nicht gleich das auch noch mitnehmen? Und es wäre ja irgendwie fatal, sagt sich natürlich jetzt der Online-Händler, wenn du diesen Umsatz zu jemandem anderen tragen würdest. Und ja, selbst wenn man dann den Kauf abgeschlossen hat, wenn man diese Zusatzprodukte nicht gekauft hat, dann wird einem nach dem Kauf nochmal angezeigt, also Kunden, die diese Kamera kauften, kauften auch. Also es wird auch immer wieder probiert und es wird auch immer wieder Anlauf genommen, um dich sozusagen da zu halten, um immer noch mehr Umsatz pro Vorgang mit dir zu machen. Und der Hintergrund ist, beziehungsweise der Spruch, die Psychologie, die dahinter liegt, ist a buyer is a buyer is a buyer is a buyer is a buyer. Ja? Und die Nicht-Buyer unter euch werden sich jetzt sagen, ja, was hat er da mit den Bayern jetzt? Aber hier geht es jetzt natürlich nicht um die bayerischen Landsleute oder um das Bundesland Bayern, sondern es geht um den Käufer. Dahinter verbirgt sich ein uraltes psychologisches Prinzip, jemand, der gekauft hat. Jemand, der einmal gekauft hat, der kauft auch gern noch ein zweites Mal. Und der kauft auch gern noch ein drittes Mal. Und der kauft auch gern, wenn es gut gemacht ist, ein viertes Mal, wenn ihm die Gelegenheit dazu gegeben wird. Wenn ihm die Möglichkeit offeriert wird, indem man ihm eine Frage stellt, hey, du hast ja jetzt das gekauft, willst du nicht das auch gleich noch mitnehmen? Das ist so dieser Mitnahmeeffekt. Und der ein oder andere, den man dann auch relativ gern über sich ergehen lässt. Also ich bin zum Beispiel so, wenn mir irgendwas gefällt, wenn ich irgendwas gekauft habe und auch wenn ich gut beraten wurde und mir stellt dann jemand die Frage, ey, magst du nicht das auch noch mitnehmen? Dann bin ich oftmals sogar dankbar. Ganz schön krass. Ich bin dankbar, dass mir jemand noch mehr Geld abnimmt, aber es ist okay, wenn es gut gemacht ist. Offline kennen das viele von euch vielleicht aus dem Einzelhandel, Klamottenladen. Du gehst in den Laden rein, interessierst dich für einen Anzug, du wählst den auch aus und in dem Moment, wo du zur Kasse gehen willst, dann sagt, das hat natürlich hier auch was mit Ansprache zu tun und das muss noch nicht mal ein krasser Verkäufer sein. Das ist das, was uns bewusst werden muss, der krasse Verkäufer, sagen wir, der verkauft dir irgendwas, was du nicht brauchst oder willst. Aber hier muss es einfach nur ein guter Berater sein, dem man vorher gesagt hat, er ist ein Buyer, ist ein Buyer, ist ein Buyer, der weiß, hey, ein Typ, der einen Anzug kauft, um das jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, die Wahrscheinlichkeit ist doch riesengroß, dass der auch noch andere Sachen braucht, dass der vielleicht ein Hemd braucht, eine Krawatte, ein Gürtel und noch ein paar Schuhe, oder? Und
So ist mir das oft passiert. Ich will mit dem Anzug zur Kasse gehen und der Berater oder in dem Fall auch Verkäufer sagt, Mensch, der Herr, haben Sie das richtige Hemd dazu? Darf es noch die passende Krawatte sein? Einen tollen Gürtel und noch ein paar schicke Schuhe? Ja? Und je nachdem, manche sagen das alles in allem in einem Satz. Der eine sagt, Mensch, brauchen Sie noch ein Hemd dazu? Wenn ich dann Nein sage, sagt er, wie sieht's aus mit einem Gürtel? Wenn ich da Nein sage, dann sagt er, okay, vielleicht noch eine Krawatte. Also ihr merkt, das hat natürlich auch im Offline-Bereich was damit zu tun, dran zu bleiben, Fingerspitzengefühl zu entwickeln, charmant zu bleiben, ohne aufdringlich zu sein. Und jeder muss da so sein eigenes Maß auch entwickeln, ob er jetzt 5, 6 oder 10 Mal nachfragt. Ich weiß nicht, wie viele Zusatzprodukte ihr habt oder hättet, aber einmal oder zweimal, das kann doch jeder nachfragen. Ich weiß, jeder von euch hat 1, 2, maximal 3 Hauptprodukte. Bei den meisten Networks ist es ein Produktpaket oder ein Flagship-Produkt, wo man nochmal nachfragen könnte. Schaut mal, bei mir damals in der Finanzdienstleistung war das so, wir hatten ein Versicherungsprodukt, einen kapitalbildenden Sparplan sozusagen. Und immer wenn der Kunde abgeschlossen hatte, dann haben wir gesagt, okay, Mensch, herzlichen Glückwunsch, du hast dich jetzt hier für eine tolle Altersvorsorge, für einen Sparplan entschieden. Sag mal, magst du für lediglich 19 Euro monatlich noch eine Unfallabsicherung mit dazu haben? Ja. Und dann haben die Leute gesagt, ja, Mai, ist das gut. Und dann haben wir dem das erklärt. Und haltet euch fest, 80% der Leute, die so einen Sparplan abgeschlossen hatten, haben dann für 19,90 monatlich diese Unfallabsicherung mit dazugenommen. Und das war kein großer Verkaufsprozess, das Ding zu erklären, hat 2 Minuten gedauert. Und dieser Sale, dieser Abschluss ist zustande gekommen. Warum? Weil wir danach gefragt haben und weil wir geschult waren, danach zu fragen und warum haben wir den Umsatz unseres gesamten Teams erhöhen können? Weil wir natürlich auch unsere Partner geschult haben, danach zu fragen. Also in diesem Upselling- oder Cross-Selling-Bereich stecken aus meiner Sicht, und das weiß ich von vielen, vielen Network-Marketing-Führungskräften, zwischen 30 und teilweise bis zu 80% Umsatz bei gleichem Aufwand. Also bei der gleichen Anzahl von Terminen werden je nach Produktpalette zwischen 30% und 80% mehr Umsatz generiert, wenn nach diesem oder nach diesen Zusatzverkäufen nur nett, höflich und ganz, ganz lieb gefragt wird. Also macht euch einfach mal Gedanken, welche Produkte oder welche Dienstleistungen zu euren Hauptprodukten noch dazu passen würden. Und fangt das an für euch selber auszuprobieren in euren eigenen Beratungen, in euren eigenen Produktpräsentationen und schult das dann auch logischerweise an eure Leute. Schaut, was macht da Sinn und macht das einfach zur gelebten Praxis, da nachzufragen. Im Übrigen für diejenigen, die jetzt sagen, ja, bei uns läuft alles online und ich bin im Empfehlungsmarketing und meine Kunden bestellen ja selber. Man kann auch bei jemandem, der selber irgendwo ein Paket bestellt, dem kann man danach noch eine Mail schreiben im Follow-up und sagen, hey, du hast jetzt übrigens das ABC-Paket bestellt. Die schlauen Leute bzw. 80% aller Käufer des ABC-Pakets entscheiden sich auch noch für dieses DE- und F-Produkt hinten dran. Magst du das noch haben? Ja, man kann das über eine Mail machen, man kann das über einen persönlichen Anruf machen, man kann das über eine WhatsApp-Nachricht machen, wenn der Kunde in der eigenen Downline drin hängt. Also das Medium ist im Prinzip vollkommen wurscht. Hauptsache, man macht es. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Cross-Selling, beim Upselling. Wünsche euch Umsatzsteigerung von Minimum 30, besser 50, aber im besten Fall von 80%. Eure Meinung ist mir wichtig. Schreibt mir mal bitte runter, welche Erfahrung ihr mit Cross-Selling gemacht habt, welche Erfahrung ihr mit Upselling gemacht habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert unseren Kanal vom Rekrutier und sendet das Video auch gern weiter. Bis bald, euer Rekrutier. Ciao, ciao.